So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Unravel 2, gemeinsam mit Hallo. Miss Jessie. Hallo. Guten Tag. Konnichiwa. Konnichiwa. Wir Kapitel 2, Versteckspiel, in dem wir auf der Suche nach Sicherheit und Gesellschaft sind. Alter. Es ist so wir. Deep. So ja. Deep. So deep wie das Wasser vor uns. Oh, was war der Deep? Oh, ein Raumzimmer, schöner Teppich. Oh, bitte jagt uns jetzt die ganze Zeit eine Katze, richtig hektisch. Oh ja, und ein Hund. Hallo, Doggy. <Togo. lacht> Ja, Katze würde passen, weil die stehen ja so auf Garn und sowas. Ja. Wollknäuel, wo bin ich? Ach, da du hast erst geguckt, ob es safe ist. Guck mal, ja. Wie nett du bist. Oh, mein Licht am Boden. Oh. Unser Tutorial-Licht. Hier, ich geb's dir. Ja. Ja. Und jetzt laufen wir von alleine nach da rein. Oh Gott, das hab ich mich gerade erschrocken. Nee, das war schon im ersten Teil. Man hat immer die so Geschichten von der Familie irgendwie so mitbekommen. Keine Ahnung warum. Oder von irgendwelchen Leuten. Mhm. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, was... Hallo, du hast die Pflanze umgeschmissen? Ja, vielleicht schiebt die gerade Panik, weil ihre Oma im Sterben liegt oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie jetzt traurig. Oder frustriert. Sieht eher frustriert aus. Jetzt ist sie... Oh Gott, woher kommt dieser Schattenmensch in mir? Alter! Oh mein Gott, was ist hier los? Ich habe keine Ahnung. Ihr böses Ich. Aber unser Licht hilft. Ja? Irgendwie. Da unten sind wir. Ach so, okay. Let's go. Ich bin hier gerade voll so... Hä, was passiert hier? Jeder von uns muss wahrscheinlich in einer dieser Quellen stehen. Bleib du da oben? Ach so, okay, ja. Dann schiebe ich die Box rüber. Ah, gucke. Guck, wir helfen den Menschen. Gegen die bösen Schattengestalten. So. Uff. Blitz. Und jetzt? Macht es nicht. Hat's vertrieben. Die Tür zu, okay. Ist eine Zombie-Apokalypse ausgebrochen. Sieht irgendwie so aus, gell? Kommt jemand durchs Fenster? Oder sie haut ab durchs Fenster? Okay. Gehen wir mit. Let's go! Onward! My noble steed! Ja! So. Rennen wir mal da durch. So, wenn ihr die Farben vergessen habt, ich bin lila und Jessie ist gelb. Genau, ich bin das hier. Hallo, guten Tag. Tauben! Sehr entzückt, weil die Tauben da sind so süß sind. Oder ist noch eine dicke Taube? Wie macht man nochmal Knoten? So. Achso, hast schon. Mit X. Und juhu! Alter! Und juhu! Wow. Oh Gott, was ist dazwischen reingefallen? Erst Timing kriegst du schon noch raus. Ja, ja. Hoppa. Ich will da rein! Oh. Achso, das. Oh! Ah, oh. Danke! Komm ich jetzt. Kann man das. Achso, okay. Ja, ja. Wir sind nicht umsonst zu zweit. Haha! Komm hoch! Ich. On my way. So. Ist das Spiel bei dir auch gerade so laut irgendwie? Die Musik? Ja. Ja, die übertreibt gerade ein bisschen. Bisschen. Wird aber auch nicht besser? Leise, oder? Doch. Ja, jetzt besser. Okay. Wunderbar. Juhu. So. Die Musik ist nur sehr schön, deswegen will ich sie eigentlich auch laut genug ja, lassen. Ja, ich finde sie auch sehr schön, aber sie brüllt mir halt gerade so ins Ohr. Das ist nicht so schön. Ah, ich will da rein! Ja, wir können doch Walter. Warte mal. Können wir hier unten irgendwas machen? Nee. Da. Okay, komm ich. Bin drin. Hallo. Nicht, dass wir hier die Secrets übersehen, weil ab jetzt gibt es ja, ja sechs Sachen. Halt, da oben war, glaube ich, was, oder? Nee. Nur eine Lampe. Nur eine Lampe. Ich habe gedacht, da war irgend so ein Ding zu festhalten noch. Ja. Ich hab's auch gesehen, so oben in der Ecke. Ja, ich komme mit dir. Haha, gleichzeitig. Oh, wir müssen von dem Brett aus schwingen. Oh nee! Bitte Drong. Oh nee! Okay. Warum war ich gerade so langsam? Warum bin ich gerade in der Luft hängen geblieben? Ich weiß es nicht. So, jetzt. Okay, jetzt. Yay. Ja, okay. Warte. Okay, Alter, jetzt. Diese Kunstsprünge immer hier. Hallo. What? Okay. Woo, juhu. Ja? Oh Gott! Oh Gott, ist rutschig! Okay, ich halte dich. Ah ja, du kannst mich ja. Ich muss hier gar nichts schaffen. Dank der majestätischen Miss Jessie. Ja, ja, ich. Ich weiß auch nicht, wie ich das gerade hingekriegt habe, aber. Ups. So.
Da unten ist Britzel, Britzel, Fritzel. Nein, ich wollte mich an dir festhalten. Ich wollte das gleiche machen wie du und hab nicht gesehen, dass du schon runter bist. Okay, ich halte dich fest. Los geht's. Ja, wie komme ich dann rüber? Ja, warte. Ach, ich muss. Du musst. Oh. Darf ich? Ich hab gedacht, du hältst dich fest und hab ich losgelassen. Darf ich festhalten, gedrückt halten? Ja. Okay. So. Also, du musst da Knoten machen. Genau. Ja, genau. Schnur? Das ist ein bisschen zu lang. Ach so, ich hänge daran. Okay. So, jetzt kannst du kommen. Nice. Da hoch müssen wir schaffen. Ja. Von da so reinspringen, irgendwie? Irgendwie geht es nicht so. Es geht wahrscheinlich mit Schwung von. Ach, guck mal. Hä? Ha! Ha! Ich hab's geschafft! Hihi, was hab ich jetzt getan? War gut so, oder nicht? Collectible gut? Gesammelt wahrscheinlich. Naja. Steht das im Pausenmenü oder so? Nö. Ja. Gehen wir einfach weiter. Okay. Ach, da war ein Loch, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, so ein Kanal-Dingens. Durch die Regenrinne. Klatsch. Hallo. Da ist nichts. Nicht weiter? Nein. Folgen wir weiter unserem Lichtchen. Jo. Piu. Oh Gott. Ach. Geht's weiter. Verstecken sich. Ja, irgendwie gibt's hier so böse Schatten, Dunkelmenschen irgendwie. Ja, vielleicht sind doch irgendwie. Vielleicht ist es einfach so eine Klinik und die Kinder wollen abhauen. Und es sind einfach nur so Aufpasser oder so. Ja, kann auch sein. Dass es halt so kindliche Sicht ist von was Bösem, ne? Und ja, so. Genau. Ein bisschen dramatisiert. Ja. Okay. Okay. Hier ist auch irgendwie so. Roter Nebel, ich versuche den mal nicht zu berühren. Oh, okay. Also wenn man sie berührt, stirbt man. Das wollte ich nur getestet haben. Oh Gott. Und da kannst du hin und her hüpfen, ja. Ja. Da können wir unten durch. Guck mal, der Ratti. Achtung, da hängt was an der Wand. Achtung, Fritzellicht, ja. Ja, die Rattis habe ich auch schon gesehen vorhin, aber ich konnte mich gerade nicht konzentrieren wegen. Hallo! Das ist eine kleine Echse. Ah, wo? Da ja. Rechts. Süß. Oh. So ging es mir auch gerade. Da sind wir wieder. Ja. Süß. So, warte. Ja, jetzt hüpf oben drüber. Nie. Wenn es oben ist, ist es gefährlicher. Oh nein! Okay. Vielleicht ziehe ich mich auch einfach an dir hoch. Ich glaube, das wäre ganz, ganz angebracht. Wir können auch gleichzeitig hüpfen. Einfach jetzt. Nein. Ach so geht das. Okay. Ja gut, ich ziehe mich hoch. Easy ja. Mode. So, das ist so. Zu hoch. Da müssen wir warten, bis es da ist und dann drüber. Jo. So. Okay. Das kommt da. Nein. Okay, das ist safe. Wir müssen hier an der Wand links an abhüpfen. Ja. Oh Gott. Nice. So. Da das können wir Schwingo, Wingo. Oh Gott. Ich hätte fast. Oh Gott. Da oben. Ja, aber da kam. Oh Gott, aber da kam dieses Ding. Oh Gott. Aua, ich meine. Meine Schnur war zu lang. Was machst du denn? Ja, okay. Ich bin meine oben. Schnur war auch zu lang. Okay, warte. Okay, bin da. Oha! Guck mal, kannst du dich gleich da oben dran hängen. Hast du das gesehen? Ja, kann ich. Oh. Ja. Huh. Da oben ist was! Da oben ist was! Yeah. Ach, da geht er unten rechts. Oh Gott. Die Schnur ist zu kurz. Weil ich da hinten. Gott, hinten verhangen. Ja, musst da links rüber nochmal. Oh Mann, nein! Nein! Okay, du kannst dich festhalten und hochziehen. Ich weiß! Aber es reicht nicht, ich komme nicht weiter hoch! Du kannst dich links festhalten, meine ich. An meiner Schnur kannst du dich festhalten. Wie an deiner Schnur? Ja, mit der anderen Schultertaste und jetzt einfach hochklettern. Ja. Ach so. Ja. Ach so. Und jetzt kannst du nochmal außen rum. Okay. Oh Gott. Ja, komm, festhalten. So. Okay. So. Aber ich muss doch da jetzt rüberhüpfen. Springen und festhalten. Ja, genau. So, zack. Okay. Nein, okay. Festhalten. Ja. Okay, alles klar. Kannst du den Track rein? Was? Kannst du da den Track rein? Ja, da ist so ein Fenster doch. Kannst du versuchen. Hochklettern? Nee. Noch ein bisschen? Nicht.
Da rein, meinst du? Nee, okay, nee. Ist eine Wand. Das wollte ich wissen. Dieses Festhalten ist Gold wert. Okay. Okay, hier unten ist nichts. Nee. Aber wir müssen da hoch. Wir hätten da oben hingemusst, ja. Hep, hep, hep. Ach, ich hab's. Hallo? Hep. Ach, das aktiviert sich nur, wenn beide da sind. Kannst du dich auch hochziehen wieder, wenn du willst. Hep. Nein, ich schaff das. Guck. Okay. Können wir das irgendwie. Nee. Du musst schwingen. Von mir aus. Von da oben oder was? Ja, mit meiner Höhe musst du schwingen, dass du da rechts rüber schwingst, weißt du? Wie immer. Da muss ich jetzt erstmal wieder rüber oder so. Oder festhalten. Festhalten! Oh, ja, genau. Ja! Okay, Moment. Ja. Wie immer. Nee, bis wir runter noch. Halt. Bisschen gegen die Wand geklatscht. Ja. Das mache ich gerne. Na, juhu! Okay. Okay. Jetzt halte ich mich aber fest. Ja. Genau. Dann ziehe ich aber rüber. Very nice. Very nice. Also zieht schon ein bisschen an wieder. Dann drehen wir das vor und dann können wir. Muss ich das zurückdrehen? Vielleicht? Nee, das muss man drehen. Hä? Warum noch nicht? Das kann man nur so ein bisschen drehen. Ja. Kann man das unten wieder zurückdrehen? Kann man. Auch. Dann musst du auf der anderen Seite hoch. Ah ja. Und dann schiebst du es gegen mich. Ja. Und dann kann ich hier so hochhüpfen. Ah! Und jetzt kannst du außenrum nochmal kommen und ich zieh dich hoch. Und dann hochziehen, genau. Obwohl, war das schon genug? Warte, ich schieb mal so und jetzt kannst du hochhüpfen. Da rechts. Ah ja. Genau, und jetzt zieh ich mich an dir hoch. Kannst du dich hochziehen, ja. Ah! Sogar noch geschafft, den Sprung. Jawoll! Huch! Bin zu schnell. Nee, wir können ja unten durch. Ach, wir können einfach unten durch. Alles klar. Hallo, bitte keine Autos. Okay. Nee, bitte nicht. Tütüt. Ah doch, da fährt eins. Ja, dann sind wir im Stadtpark. Hallo. Voll schön. Ja, es regnet ein bisschen. Oh Gott. Ja, ich halte mich aber fest. Vögelchen, Taubi! Das ist eine weiße Taube. Das weiße, stimmt. Die fliegt sogar nicht weg. Guck mal. Die mögen uns. Jetzt fliegen sie weg. Das Wasser hat sie erschreckt. Ich will gewassert werden. Hallo? Ja! Okay. Was steht coole da? Fischstatue. Kann ich das lesen? Ja. Svenne Montan. Es ist ein schwedisches Spiel, oder was? Ja, scheinbar. Ach, oder Finnisch oder was weiß ich. Soll es uns irgendwas bringen oder ist es einfach nur ums Ärgern? Ich glaube, einfach nur zum Ärgern. Ja. Okay. Oh, ich wickel die Schnur. Ach, kann ich gar nicht, ich komme da gar nicht drüber. Um den Zaun, ne? Ja. Ups. Guck, da sind die Kids. Ah, da sind da sie ist wieder. Die Katze! Wo ist eine Katze? Die unter der Brücke, die Kinder schauen ihre Schritte an. Ach ja, stimmt! Wo Hallo, ist eine Katze? Ja, die sah so aus wie der Stein. Voll getarnt. Oh, da war eine Frosch! Frosch! Katze, bitte ignoriere uns. Ich hoffe, ich übersteuere nicht so krass. Irgendwie, nee. Weil ich habe Headset und kein super krass cooles Mikrofon und so. Das tut mir wahnsinnig leid, falls ich irgendwie übersteuere. Ja, die Idee, über Parsec zu spielen, kam recht spontan. Genau. Aber es funktioniert super. Also, so. Schwingen müssten wir davon da oben. Also müssen wir wieder zu dem Park. Von der Bank hier. Oder was? Da? Von... Halt, ich muss erstmal hoch. Ach so. Ihr sagt mir immer Bescheid, wenn du dich festhältst. Soll okay. Ich dann irgendwie wie so ein Stein auf einmal reagieren? So, ich glaube, ich komme jetzt. So. Von hier aus. Ah ja. Hüpfst einmal da drauf, hüpfst du runter und hältst dich fest dabei. Okay. Nein. Nein, okay. Okay. Okay, und jetzt gehe ich. So. Nein, nicht so. Ah. Ich will hier nicht verheddern. Nee, wie ich vorhin. Ja. Das ist sehr schlimm. Das Spiel wäre viel schlimmer, wenn man als iPhone-Kopfhörer spielen müsste, weil die verheddern sich immer. Egal, was man macht. Oh, guck mal, ich kann mich schwingen. Ach, falscher. Oh, falscher. Ich bin immer zu kurz von meiner Schnur. Ob da unter der Treppe was ist? Warte, lass mich mal gucken. Alter, eine Halfpipe. Nö. Nur Enttäuschungen. Da unten. Ein Skateboard. Willst? Warte, ich schieb dich. Halt! Oder du schiebst mich. Nein, ich schieb dich!
Warum bist du stärker? So, das war's mit der heutigen Folge zu Unravel 2. Ich lasse die Folgen mal ausnahmsweise kürzer, weil ich in letzter Zeit sehr viele, sehr lange Projekte hatte. Und ich glaube, das ist ein bisschen überfordernd jetzt mit so vielen langen Projekten. Besonders jetzt, wo noch Dark Souls nebenbei läuft, wo die Folgen manchmal meistens über eine Stunde sind. Und ich hoffe, ihr könnt damit leben. Und es nimmt mir auch ein bisschen Arbeit ab, also ist es auch gut für mich. Und ja, wir sehen uns auf jeden Fall wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Wir fahren dann mit einem Skateboard und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, euer Zimbelmann.